Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Carina von Big Made und heute nehmen wir ein Kleid. Ah, nein, Schatz. Wir nehmen ausnahmsweise mal kein Kleid. Wir nehmen nämlich irgendwie nur Kleider. Ich weiß, ich liebe Kleider. Das kennen wir noch ganz viele Kleider, aber heute nehmen wir Hose. Ich habe jetzt nämlich mal eine Hose genäht und die ist echt gut bei euch angekommen. Und dann haben wir gedacht, gut, wenn ihr dazu ein Video wollt, weil das haben mir einige gefragt, dann machen wir ein Video dazu. Wir nähen heute meine Chill von meiner Herzenswelt. Ich finde die Hose voll cool, weil es ist einfach so eine ganz gemütliche, eine ganz gemütliche Hosen. Also eine ganz gemütliche Hose. Wir nähen die aus dem wunderschönen Jersey von der Fuchsfamilie. In Splendid hast du. Weil wenn wir schon eine Hose nähen, dann sollte es total eine Wow-Hose werden. Und aus dem Stoff wird es dann eine Wow-Hose. Und ja, man kann die Chili, ich habe das Schnittmuster schon vorbereitet, auch mit Teilung nähen. Vorne, das mache ich jetzt nicht, weil ich ja den Stoff zeigen will. Das soll ihr Bäm machen. Deswegen nein, wir nähen mit Taschen. Ja. Es war jetzt Segen, eine Hose nähen, das war bei mir einmal am Anfang so, Hose nähen, eher nicht. Aber es war jetzt Segen, das ist easy cheesy. Der Schnitt ist voll super. Und ja, wir sind vorbereitet. Schnitt ist da, Stoff ist da, wir können loslegen. Juhu. So, dann haben wir da unsere Schnittteile. Einmal unsere Vorderhose. Bündchen mache ich keins, ich mache sie länger. Unser Bund oben, den braucht man. Unsere Taschen. Und unsere Hinterhose. Taschen haben wir zweimal, weil die ja so dann aufeinander liegt, dass man da reinfahren kann. Oben im Bund, den schneide ich auch aus dem Stoff zu dem Bund und tue dann ein Gummi rein, damit es gut hält. Ich verlängere sie ein bisschen, weil ich unten einen Saum mache. Das könnt ihr eben unten auch ein Bündchen machen. Jo, dann können wir eigentlich schon zuschneiden. Also, Nahtzugabe ist keine enthalten, dem jetzt dazugeben. Wir schneiden die Vorderhose zweimal zu, die Hinterhose zweimal, also immer zweimal gegenverkehrt, die Taschen jeweils zweimal und einmal im Bund. Da wartet jetzt aber noch, weil ich weiß jetzt nicht genau, wahrscheinlich wird das auf Bündchenstoff ausgelegt, ich werde mir das dann ausmessen und ich glaube, dass ich im Bund einfach so breit mache wie meine Hose. Und dafür ein Gummi einzig, weil ich das einfach lieber mag. Jo. Gut. Dann haben wir eigentlich vier Schnittteile. Easy, easy. Leute, näht Hosen. Ah ja, und bei der Vorderhose, wenn es ist mit Taschen näht, müsst ihr da die Linie, die Hose, also den Schnitt abschneiden. Wenn es ohne Taschen näht, habt ihr da noch den Keiler vor dem Schnitt? Ich habe das gleich weggeschnitten, weil es könnte es auch noch hineinklappen. Aber ich nähe die Hose eigentlich immer mit Tasche. Sonst eben habt ihr da die Hose, den Schnitt so. Geht da so her wie da. Dann habt ihr es da so außer. Genau. Also ich mache es unten immer wesentlich länger, weil ich mir ja sicher bin, dass ich sie hoffentlich nicht zu kurz mache, mache ich es länger, weil kürzen, ich probiere sie dann an und dann säume ich sie erst. Und dann kann ich sie immer noch kürzen und abschneiden. Schön auf den Fadenlauf achten. Sonst verzieht sie eigentlich. Also sonst, wenn es jetzt nicht im Fadenlauf näht, dann wird sie eigentlich unten wahrscheinlich weiter verzieren. Also es wird dann ungefähr dann so in die Richtung da umschauen und das ist nicht toll. Also unbedingt schauen auf den Fadenlauf. Oh, ich glaube, das wird eine von meinen Lieblingshosen. Der Stoff ist so cool.
Das ist jetzt Jersey. Ich habe die Hose auch schon weggenäht. Funktioniert auch total super. Die Streifen habe ich jetzt natürlich nicht weg. Den nehme ich jetzt her für meine Taschen. Immer schauen, dass das Spiegel verkehrt ist. Auch wieder auf den Fadenlauf achten. Also spiegelverkehrt, wenn es die zweite zuschneidet. Die Streifen haue ich nicht weg, weil aus den Streifen kann man nur Sturmbänder machen. Also ich nähe da Sturmbänder draus. War ja schade. Also ich habe jetzt da 1,5 Meter Stoff gehabt und das habt ihr gesehen, es bleibt da noch was übrig. Und bei mir geht sich dann meistens noch ein schöner T-Shirt für die Emmy aus. Also nein, es wird nicht weggeschmissen oder irgendwas. Es wird alles verwendet. Und wenn sich nichts mehr ausgeht, dann spende ich das an Sternchen und Frühchen näher. Weil ihr schaut. So, wir haben also zweimal die Hinterhose. Zweimal die Vorderhose. Und zweimal die große Tasche und die kleine Tasche. Und dann können wir auch schon loslegen mit der Tasche. Ah ja, was wir noch brauchen, was ich vergessen habe, wir brauchen für da noch den Taschenbeleg. Das mache ich aus Bündchenstoff. Es gibt Schnittteil bei der Hose dabei, ich habe das jetzt nicht, weil ich das immer frei Schnauze mache. Also ich schaue mal, okay, wie lang ist das? Und das schneide ich mir dann einfach so 6 cm breit zu. Genau, und habe da dann meine Taschenbelege. Die kämen dann da her. Genau. Und ich schneide es doch klein bunt zu, weil ich gerade gelesen habe, dass der auf Jersey und Sweat ausgelegt ist. Also machen wir das klein mit dem. Schau, ob sich das auch so ausgeht. Außerdem, also wir schneiden es nicht im Bruch, sondern zweimal zu. Und nähen es zusammen, das geht natürlich auch. Ich glaube, das machen wir. Weil ich will jetzt da nicht da noch den Stoff verschwenden. Ich schneide das jetzt einfach nicht im Bruch zu, sondern zweimal zu und gebe dann da auch Nahtzugabe zu. Und habe dann auf der Seite die zwei Nähte. Sonst habe ich halt hinten die Naht und so habe ich sie dann seitlich. Dann können wir auch schon die Hose anfangen zusammennähen. Dann nehmen wir uns jetzt einmal unsere Vorderhose, die Taschenbelege und die Taschen. Und dann wandern wir auf den Tisch. Ja, dann geht's weiter. Oder wir beginnen eigentlich jetzt mit dem Zusammennähen. Wir nehmen uns jetzt unsere Vorderhose und unseren Taschenbeleg, falten den einmal mittig. Und stecken uns denn da an die Hose fest. Also ich lasse es ein bisschen überlappen, dass es da anschließt, weil ich habe jetzt ja nicht den Schnittteil vom Schnittmuster. Und ich nähe es auch ein bisschen gedehnt an, weil ich mag, dass das da fester liegt, weil wenn ich das dann absteppe mit meiner Nähmaschine, dann wälzt sich das immer so, weil meine Nähmaschine mich nicht mag. Weil meine Nähmaschine im Faden den Füßchendruck nicht sich umstellen lässt. Und dann nehmen wir das da an die Hose fest. So schaut das Ganze dann aus. Ich habe es jetzt mit der Overlock festgenäht, habe jetzt das da ein bisschen abgeschnitten. Kann man da sogar noch ein bisschen mehr. Das Angleich. Und dann brauchen wir unseren kleinen Taschenbeutel. Schauen wir es mal im richtigen. Ja, genau. Dann klappen wir das wieder nach innen. Und stecken uns da den Taschenbeutel jetzt auf die gleiche Naht. Ich meine, das könnt ihr auch gleich unter Arme machen, das müsst ihr nicht erst
Taschenbeleg anlegen und dann den Taschenbeutel. Wenn ihr euch sicher seid, dass gleich alle Schichten, also die Hose, den Taschenbeutel und die zwei Teile vom, die zwei Stoffe vom Taschenbeleg zusammen daneben, dann könnt ihr es gleich unter einmal machen. Ich mache es jetzt unter zweimal. Das stecke ich mir jetzt da auf wie fest. Und nähe dann nochmal über die gleiche Naht drüber. Also nähe jetzt da nochmal über die Naht. Dann schaut das Ganze so aus. Wir falten das jetzt nach hinten zurück und stecken uns jetzt unseren Taschenbeleg da knappkantig ab. Schaut, dass das da gut weggezupft habt. Dass da schön beide Seiten in Ohren absteppt. Bio. Ja, so ungefähr. Und dann bügel ich das noch, weil dann steht das bei mir dann immer so auf und es liegt schön an. Wenn ich es jetzt eben länger lasse, dann ist das bei mir noch wilder mit den. Und das steht dann bei mir einfach weg. Deswegen nähe ich es jetzt ein bisschen gedehnt an. Ja, und dann drehen wir es wieder um. So schaut dann unsere Tasche von innen aus. Da ist die Steppnaht. Und da. Und dann nehmen wir uns unseren großen Taschenbeutel. Schauen, dass wir da einen richtigen erwischen. Rechts auf rechts wieder aufeinander. Genau, da ist die Rundung. Da ist die Kante. Und dann klipseln wir das zusammen. Und nähe jetzt da die Rundung zusammen. Nur die Rundung da kann ich offen lassen, weil das schließe ich dann zusammen mit meiner Seitennaht. Also nur da die Rundung schließe ich. Und dann kann ich mal hergehen, mir das schön richten. Legen wir das so vor mir hin. Klipseln wir es da oben fest. Klipseln wir es da fest. Und da. Eben, das muss ich noch bügeln, das schaut jetzt noch ein bisschen blöd aus, keine Angst. Das bleibt nicht so. Und dann habe ich meine Tasche auch schon fertig. Es könnte jetzt noch hergehen, wenn es wollt. Und wenn es lässig ausschauen soll, könnt ihr es mit der Karolock oder mit einfach an zum Beispiel mit einem roten Faden da entlang das nochmal einen Stoff festnähen, die Tasche. Dann ist sie erstens einmal fixiert und rutscht eigentlich nicht nach oben. Und jetzt habt ihr da total die coole Naht. Da so her. Mache ich jetzt nicht, weil ich das finde, passt nicht zu dem Stoff. Es wäre zwar eine Jogginghose, aber ja, ich kann es mit Schwarz nähen. Aber ich bin gerade beim Überlegen, schaut es lässig aus. Versuchen wir es gerade bildlich vorzustellen bei dem Stoff. Ja, wir machen es. Ich nähe es jetzt mit einem schwarzen Zickzackstich an. Also einfach der Overlocknaht entlang nehmen wir das jetzt da fest. Ich stelle die Stichlänge ein bisschen länger. Dann habe ich nämlich auch nicht das Problem, dass mir der Taschenbeutel immer nach oben rutscht. Das bügel ich dann auch noch gerade. Seht ihr, bei mir macht das immer noch so huckeln. Ihr müsst den physischen Druck ein bisschen verstellen, aber dadurch, dass das bei deinen geht. Ja, und das gleiche machen wir jetzt mit der anderen Vorderhose. Dann nehmen wir die zweite Tasche an. Jut. Dann haben wir beide Taschen. Dann legen wir uns die Vorderhose jetzt rechts auf rechts aufeinander und schließen die Schrittnaht. Also das ist da die Naht, die Rundung. Den nehmen wir jetzt mit der Overlock oder mit der Nähmaschine zusammen. So schaut unsere Vorderhose dann aus. Schaut schon ziemlich cool aus und wir sind schon ziemlich weit, weil es ist echt, ja, es ist nicht viel. Es ist nicht so viel. Das Aufwendigste sind die Taschen. Weil jetzt holen wir uns unsere Hinterhose. Die legen wir auch wieder rechts auf rechts.
und schließen da auch wieder im Bobsch. Im Bobsch-Schritt. Da den hat. Die Rundung, die lange, schließen wir. In der Anleitung steht, dass man die Schrittnaht absteppt. Also, dass man einmal hinten die Nahtzugabe zum Beispiel nach links legt und dann links da absteppt und vorne nach rechts, damit es spiegelverkehrt ist, dass man dann schön die Rundung vorkommt. Das könnt ihr auch machen, wenn es dann die Hose zusammengenäht hat. Ja, ich darf es jetzt machen. Wenn es absteppt, ich steppe es nicht ab. Ich steppe das nie ab. Keine Ahnung warum. Ich glaube, ich habe Angst, dass dann die Naht reißt und bei mir da hinten der Faden wegsteht. Nein, ich steppe es nicht ab. Sage ich ganz ehrlich, ich weiß, man soll es wahrscheinlich absteppen, schau mal, ist der Faden weg. Aber nein, ich mach's nicht. Ich schwimme gegen den Strom. Ich mach's einfach nicht. Jo! Und dann haben wir unsere Hinterhose und unsere Vorderhose. Und ich glaube, wir brauchen jetzt mehr Platz. Deswegen gehen wir jetzt wieder am Boden, weil dann machen wir den nächsten Schritt. Wir nähen die Hose fertig zusammen. Jetzt haben wir nämlich da unsere Hosen. Legen wir jetzt einmal vor mir hin. Leg sie mal rechts auf rechts aufeinander. Die Vorderhose auf die Hinterhose. Und schließe jetzt meine Seitennähte. Schau, dass die da schön übereinander liegt. Schau, dass man da bei der Tasche nichts verrutscht. Die man unten verrutscht nichts mehr, weil wir das fixiert haben. Da oben, das könnt ihr euch gleich mit dem Hinterhosenschnitt zusammenklipseln. Und dann nehmen wir da die Seitennaht und auf der Seite. Und dann können wir auch schon die mittlere, also die Innennaht schließen. Dann brauchen wir einmal das Bündchen annähen, unten säumen, Gummi einziehen. Zack, bumm, fertig. Also, Seite, Seite. Zusammennähen. Dann haben wir die Seitennähte vor der Hose geschlossen. Was wir jetzt machen, jetzt schließen wir die Innennaht. Das heißt, wir gehen da her, ich habe das schon vorbereitet, wir legen die Naht beim Schritt rechts auf rechts aufeinander, schauen, dass die Naht schön aufeinander trifft und können jetzt dann die Innenseite im Anzug da rundherum zusammennähen. Ja, die Hose ist zusammengenäht. Jetzt wende ich sie mal. Das wird eine Jogginghose mit Stil. So, den Saum mache ich dann ganz zum Schluss, wie ich anprobiert habe. Die Tasche da und da. Voll cool. Dann nehme ich das Bündchen, also den Saumbund. Den habe ich jetzt schon mal auf beide Seiten festgenäht. Jetzt habe ich dann gleich eine Seite. Ich habe die beiden. Und schlage das jetzt einmal mittig zusammen. Und stecken wir sie jetzt da oben gedehnt fest. Also es kann sich dann die Naht hinten feststecken, also da die Naht auf die Naht. Ich mache seitlich, weil ich jetzt vorhab. Also ich gehe her, nehme die Hose, stecke mir das oben, die offene Seite, Naht an Naht an die Hose. Sollte man das da mal alles wegschneiden. Und mach das gleiche gleich mit der zweiten Seite. Jetzt kannst du gleich die vordere Mitte auf die vordere Naht stecken. Und dann nehmen wir das da oben eben gedehnt fest. Also ich schaue jetzt da wieder, wo habe ich die Mitte. Dann kann ich mir das gleich vorne noch feststecken. Also ich mache meistens so vier Punkte, wo ich mir feststecke. Seite, Seite, vorne Mitte, hinten Mitte. Und nehme es jetzt rundherum fest. Und was ich lasse oben hinten ungefähr, also ich starte hinten in der Mitte, ein bisschen da vor der Mitte, und lasse dann da ca. 2 bis 3 cm off,
damit ich mir da dann noch mein Gummi einziehen kann. So, das Bündchen ist festgenäht, da habe ich mir offen lassen, weil da tue ich jetzt mein Gummi durch. Den Gummi lege ich mir jetzt einfach um die Hüfte, so wie ich finde, wie es für mich einfach am besten passt und schneide es dann ab. Einfach schauen, dass ihr euch wohlfühlt. Dass es nicht zu eng ist und dann können wir es auch schon durchfädeln. Also wenn ich durchgefädelt habe, nehme ich dann die zwei Enden zusammen. Das kann ich ja lang lassen, das ist gleich. Unbedingt schauen, dass nichts verdreht ist, das braucht bei mir immer ein bisschen am längsten. Dann ganz durchziehen. So, und dann kann ich da die Naht auch schon schließen. So schaut das aus und dann brauche ich jetzt leider unten den Saum machen und dann ist meine Hose auch schon fertig. Aber erst probiere ich sie an, stecke ich mir es fest und dann säume ich es. Tittiri, unsere neue Jogginghose ist fertig und ich finde sie mega. Ich sage ja, jetzt noch schwarzes Leibchen. Dann ist sie fertig. Yay! Also sie sitzt 1A, finde ich. Ich sage ja, der Schnitt. Ich habe es ja gewusst. Wir haben ja schon genäht. Also, das ist meine Chill von meiner Herzenswelt. Das gibt es auch für die Kinder. Das ist dann deine Chill. Der Stoff ist von der lieben Almut von der Fuchsfamilie. Danke, danke nochmal für den coolen Stoff und für meine coole neue Hose. Und ja, das war's schon wieder. Das ist schon voll. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, schaut euch gerne meine anderen Videos an und ja, ich gehe mal ein bisschen zurück, dass du bis nach unten sechst. Ja, dann da sage ich bis zum nächsten Mal. Ah ja, Fotos füge ich wieder an, findet ihr auf meiner Facebook- und Instagram-Seite. Ich verlinke euch alles wieder unten und bis zum nächsten Mal. Eure Carina von Beachmade. Tschüss!